Nee, finde ich eigentlich nicht, weil Fahrradfahrer in meiner Meinung nach immer noch benachteiligt sind im Straßenverkehr. Auch man sollte an sie appellieren, dass sie nicht allein auf der Welt sind, allein auf der Straße. Ich würde das nicht per Gesetze zu regeln versuchen. Also, ich glaube erstmal nicht, dass Radfahrer unaufmerksam fahren. Ich bin da nicht dafür, dass es nur einige wenige sind, die so schlimm fahren und die anderen alle sind mit in Verruf. Also als Radfahrer gefährdet man sich ja in erster Linie erstmal selber, weil die Autos einen ja also im Zweifelsfall platt machen. Wir haben ja genug Gesetze. Ich kann mir vorstellen, dass da einige in der Schublade liegen, Verordnungen, Vorschriften. Und ich denke, man sollte erziehen, beziehungsweise man sollte sie dann nachschulen. Das wäre mir also ein Gesichtspunkt, der mir das wert wäre. Natürlich ist es nicht in Ordnung, wenn man sich nicht an die Verkehrsregeln hält. Deswegen, ich weiß, dass es diese Strafen gibt. Von mir aus können sie erhöht werden. Aber also ich finde es keine Maßnahme dagegen, um Fahrradfahrern zu unterstellen, dass sie irgendwie unaufmerksam fahren oder gefährlich sind für Fußgänger oder sonst was, weil ich denke, dass Radfahrer wahrscheinlich wesentlich aufmerksamer fahren als Autofahrer. Und das finde ich eigentlich Quatsch, die dann noch mehr zu bestrafen wie Autofahrer. Ich sehe es jetzt gerade mit dem Kinderwagen, weil es gibt immer noch viele Autofahrer, die einfach ja, ziemlich fies parken, ne? Und von daher finde ich eigentlich Fahrradfahren immer noch ökologischer und einfacher, weil ein Fahrradfahrer stört mich nicht, wenn ich im Kinderwagen unterwegs bin, ein Autofahrer schon.